herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro. Und ja, Summon of War UG 10 Riesen, wie es ja auch schon der Titel sagt. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe heute ein bisschen so meine Videos angeguckt und so und habe überlegt, ja, was kannst du noch so machen und so und was hast du eigentlich so überhaupt schon gemacht und kannst du vielleicht irgendwo eine Fortsetzung machen oder irgendwas. Ich habe halt so mir ein bisschen die Videos angeguckt und mir ist irgendwie aufgefallen, lustigerweise, dass ich überhaupt kein UG 10 Riesen Team irgendwie sozusagen euch angeboten habe, ne? Also wie man UG 10 Riesen machen kann. Ihr seht jetzt, ja, hier ist ein Tescher drin. Tescher kann ich also jeder ziehen und so. Die anderen sind formbar, alle. Ja, also Megan sozusagen, klar, braucht man natürlich ein bisschen Glück natürlich, dass man die jetzt natürlich in der Mystischen hat. Aber ich schätze mal, das wird jeder von euch irgendwann mal haben. Also zumindest eine Megan wenigstens irgendwo drin haben. Und die anderen sind alle an sich erformbar, ja. Greif, Wüste, Tamor, Inu Licht sozusagen im Secret Dungeon, sozusagen immer Sonntag, ja, im Licht-Dungeon, und unser Veramos, unser Ifrit Dog, ja, ist auch ein Fusionsmaterial und ich möchte halt jetzt erstmal einen Kampf mit unserem Tescher machen, ja, sozusagen mit dem Mollmonster, weil ich euch einfach auch zeigen will, was der so drauf hat, obwohl er noch komplett falsch gerund ist und, ja, also er ist noch nicht auf Zorn und Klinge, habe ich ja auch im letzten Video gesagt, weil ich einfach noch keine ordentliche, ja, Zorn und Klinge-Rune habe und vor allem keine Crit-Schaden auf Slot 4, obwohl ich jetzt eine schöne Klinge-Rune an sich gezogen habe, eine legendäre Klinge-Rune, aber leider 5-Sterne-Rune habe jetzt auf Crit-Schaden, aber mal gucken, vielleicht bekomme ich noch eine bessere, deswegen forme ich erstmal weiter, bevor ich den hier irgendwie umrune, was ich ja eh bei dem Umruhen-Event dann mache, immer, ja, Anfang des Monats. Ja, also wir wollen jetzt noch nicht weiter rumquatschen, wir machen mal einen Kampf. Und danach zeige ich euch sozusagen einen Kampf mit Sigmarus. Sigmarus ist ja auch ein Fusionsmaterial, könnt ihr also auch bekommen, ja? Also ihr könnt euch auch selber erfarmen. Dauert zwar alles, ja, und ich weiß, ich hab letztens hast mit jemandem hier geschrieben, also letztens, war gestern, wegen halt Fusionsmaterial, ne? Ich war am Anfang so, hatte überhaupt keine Lust da irgendwie auf irgendwelche Fusion zu sparen und so, das hat mir alles zu lange gedauert und das hat mich eher nur angekotzt, ja. Und ich glaube, den meisten geht es so, dass es euch, denke ich mal, auch ankotzt, wenn ihr hier ständig nur auf diese Fusion spart, die Monster levelt, die Monster erweckt, die Essenzen formt, nur damit ihr die erweckt. Und am Ende sind sie eh weg, ha, weil ihr ja dann die Fusion macht. Aber ich sage euch einfach, ich habe jetzt die Erfahrung hier mit dem Ifrit Dark und sozusagen dem Phönix in Wasser, ja, dem Sigmarus. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. Tascha, du darfst nicht so schnell sterben. Ja, wie gesagt, das sind die Runen halt. Er ist halt noch nicht so, hat keine krassen Runen drauf. Ihr werdet aber auch gleich sehen, was er für Runen drauf hat und das werde ich euch alles zeigen auf jeden Fall. Und ja, also, aber auf jeden Fall, Leute, spart auf die blöden Fusionen. Ich sag blöd, weil es ist wirklich ätzend, ja, immer zu sparen auf die Fusionen. Aber es lohnt sich wirklich. Also ohne Sigmarus zum Beispiel, ja, hätte ich zum Beispiel manche Arena-Kämpfe definitiv nicht geschafft, ja, mit seinem Damage. Beispiel, ja, bei manchen Teams halt, gegen die ich spiele. So, Sigmarus ist auch ein richtig geiles Monster hier für UG 10 Riesen. Also ich würde sagen, vom Damage her kann es an sich niemand toppen, ja. So ein Sigmarus halt zu haben, ist halt schon nicht schlecht. Dann Ifrit Dark, meiner Meinung nach das wichtigste Fusionsmonster, was man überhaupt haben kann. Auf jeden Fall ein Muss. Egal ob Tor oder ob Riesen oder ob Drachen oder auch manchmal in Gildenkämpfen oder in der Arena, es ist überall einsetzbar. Ich habe ja viele in der Freundschaftsliste, die auch hier sozusagen Veramos als Leader, also als Hauptmonster drinne haben. Selbst Leveln funktioniert mit dem Monster gut, ja. Also ich sage einfach mal, das ist ein Multitalent. Multitalent, also definitiv besorgt euch auf jeden Fall hier Ifrit Dark. Also was anderes kommt da überhaupt nicht in Frage. Zuerst Ifrit Dark und danach den Phönix, definitiv. Eins der besten, wirklich Nat 5, weil er einfach überall einsetzbar ist. Hier unser Ifrit Dark, ja, links, hier, warte, linke Hand, ne? Wow, links, hier, der mit diesem, ein Kumpel hat gesagt, mit dem Rucksack, ja? Also es ist natürlich kein Rucksack, aber, hat halt sowas hinten auf dem Rücken, ne? So ein Schild oder wie auch immer. Also Leute, wie gesagt, formt euch wirklich den Ifrit Dark und macht die Fusion, danach den Sigmarus und, ja, also wirklich, es ist wirklich wichtig. Ich habe zwar bei den anderen Fusionen nicht so viel,
ja, nachgeforscht oder sowas, weil ich die einfach auch nicht habe. Aber wie gesagt, es ist wirklich wichtig. Gut, Tescher ist jetzt gestorben. Gut, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Passiert halt wirklich manchmal. Aber an sich funktioniert das Team halt an sich wirklich recht gut. Hier Megan sozusagen den Angriff erhöht und das Schild sozusagen erhöht. Unser Inno-Licht, der hier natürlich heilt und auch sozusagen die Death kaputt macht. Also wirklich Multitalent und unseren Angriffsbalken erhöht. Hier unser Greif, der natürlich das Angriffstempo steigert und sozusagen den Angriff vom Riesen reduziert. Und natürlich unser Verumos sozusagen, also unser Ifrit Dark, der hier natürlich die ganzen Dots immer wegmacht. So, was haben wir hier bekommen? Ja gut, erstmal erhalten. Ich erhalte die immer so, sagen, wenn ich sage, okay, könnte man vielleicht gebrauchen, habe ich vielleicht auch schon. Und dann sortiere ich die einfach immer aus, ja, wenn ich sage, ah, die Sub, die sind nicht so klasse oder sowas, ne. Aber ich behalte es erstmal, verkaufen kann man immer noch. So, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall das andere Team. Tescher ist ja jetzt hier gestorben. Ich zeige euch natürlich auch, wie gesagt, nach den ganzen Kämpfen, ist ein bisschen längeres Video, die Runen von unseren Monstern. So, jetzt wechseln wir das natürlich, weil die Leaderfertigkeit hier von unserem Sigmarus ist natürlich auch krass. Erhöht die HP verbündeter Monster in Dungeons um 44%. Und bei unserem Verumos sozusagen ist 33%. Das heißt, es sind 11% mehr. Deswegen macht man natürlich als Leader hier unseren Sigmarus rein. Ja? So, Team an sich gleich geblieben. Wie gesagt, es sind alles erformbare Monster, außer natürlich Megan. Megan muss ich echt sagen, ja, aber ich bin der Meinung, jeder, der irgendwie schon ein bisschen spielt, sage ich mal, und Level 35 oder so, ja, vielleicht ein paar Prozent nicht, das tut mir dann auch immer leid, haben irgendwann mal Megan gezogen. Und wenn nicht Megan, dann Shannon, ja. Mit Shannon würde das Ganze ja natürlich auch funktionieren. Habt ihr also keine Megan, nehmt ihr einfach eine Shannon, ja. Es sind 2-Sterne-Monster, bekommt ihr aus unbekannten Schriftrollen teilweise. Gibt's auch in der Secret Dungeon, also definitiv alles erformbar. Könnt ihr natürlich auch eine Shannon nehmen. Die Effekte ähneln sozusagen der Megan. Nur, dass Shannon sozusagen auch noch alles ein bisschen langsamer macht bei den Gegnern. So, gucken wir uns einfach mal an, wie sich das jetzt hier so entwickelt. Wie gesagt, da ist es manchmal auch so, das finde ich halt immer lustig, dass manchmal so der Auto-Modus so einen Quatsch macht, ja. Teilweise die Attacken halt nicht benutzt und sowas. Und manchmal, ich sag mal, jeder 15. Kampf bei mir. Ja, also ich sag wirklich, jeder 15. Kampf, den ich hier mache, also ungefähr, Leute, dem verliere ich auch manchmal. Ja, vor allem, wenn ich manchmal Kaffee koche oder irgendetwas mache, ja, dann, und halt einfach nicht da drauf gucke und irgendeinen Scheiß machen die, ja, dann passiert es auch manchmal, da verliere ich. Dann gucke ich dann auf mein Handy oder auf mein Tablet oder iPad, ja, in dem Fall als iPad, gucke ich halt drauf und denke mir, hä, warum habe ich jetzt verloren, ja? Vorhin habe ich haushoch gewonnen und das 5-mal, 6-, 7-, 8-mal hintereinander, so ungefähr. Ja, also passiert auch manchmal, warum auch immer. Also das ist mir eigentlich aber auch egal, passiert, ne? Schade um die Energie, aber es passiert. Aber was halt noch so an sich ist, falls ihr jetzt UG10 nicht schafft im Automodus, ja, aber ihr habt genug Zeit, das heißt, ihr seid jetzt nicht Kaffee kochen oder so und guckt die ganze Zeit auf euer Handy oder Tab oder Pad, ja, wie auch immer, worauf immer ihr spielt, dann wirklich iPhone, ja, ich will es nicht diskriminieren, ja, also deswegen iPhone, dann spielt es wirklich nicht im Automodus, ja, das ist dann schade um die Energie, wenn ihr es wirklich nicht schafft. Und falls ihr irgendwie sagt, oh, das ist immer so, auch wenn ich selber spiele UG10, oh, dann macht UG9. Die Quote ist wirklich meiner Meinung nach nur minimal weniger, ja, dass ihr da irgendwelche 6 oder gute 5-Sterne-Runen oder sowas zieht, ne? Ihr müsst so oder so Ewigkeiten spielen, um hier eine ordentliche zu bekommen. Also denkt wirklich nicht, wenn ihr UG9 schafft und ihr baut auf UG10, dass ihr jetzt so krass die krasseren Runen bekommt, ja. Es ist immer noch eine Glückssache, ja, was ihr für Runen bekommt. Ihr könnt bei UG10 genauso eine blöde Death-Plus-Rune auf Slot 4 bekommen, ja. Die von mir auch 20.000 wert ist, Mana, ja. Ihr könnt aber knallhart verkaufen, ja. Habt ihr zwar Mana gemacht, aber an der Rune habt ihr nichts, ja. Deswegen, also denkt wirklich nicht, dass das irgendwie so viel krass mehr bringt, ja, hier UG10. Klar, die Quote muss ein bisschen höher sein, sonst würde es kein UG10 geben oder Drachen-10 oder was auch immer, 10, ja. Also daran müsst ihr natürlich auch immer wirklich denken, dass es jetzt nicht unbedingt so viel krass besser wird.
von der Quote her, von den Runen her. Also wenn ihr 9 schafft, dann seid ihr wirklich schon gut dabei und meiner Meinung nach ist 9 auch wirklich schaffbar. Ja, es ist Feuer, okay, aber es ist wirklich, wirklich schaffbar, sage ich mal. Irgendwann natürlich. Für die jetzt, die Level vielleicht 25 sind, vielleicht auch gerade erst angefangen, ist es natürlich nicht machbar, hier ein UG 10 zu machen. Aber, oder UG 9, ja, aber darauf könnt ihr immer bauen, ja. Ihr könnt immer bauen, mit dem Team hier auf jeden Fall. Gut, da müsstet ihr jetzt den Greif rausnehmen. Nehmt da statt einen Greif zum Beispiel einen Spektra oder statt ein Spektra nehmt ihr, keine Ahnung, eine Hava oder... Oder, ja, was kann man da noch nehmen? Mal gucken, was man noch hier... Das kann man zum Beispiel kaufen. Ist halt ein gutes Beispiel, ja. Ist eine 4-Sterne-Rune, die bekommt ihr auch bei UG 10, ja. Ja, was statt ein Spektra, keine Ahnung, eine Chloe könnt ihr da noch nehmen, sozusagen. Falls ihr die halt habt, ne. Es kommt natürlich immer dazu. Oder hier, ihr könnt auch einen Arman noch dazu nehmen. Ist zwar dann ein etwas langsameres Team, ja, für UG 9, aber damit könntet ihr es normalerweise eigentlich auch schaffen. Hier UG 10, oder UG 9 zu meistern oder hier Himmelszenner im Wasser, falls ihr die habt, ja, es ist immer halt, was ihr habt und was ihr nicht habt. Ich kann immer nicht sagen, was ihr habt und was ihr nicht habt, ja. Ja, mit einer Himmelszenner im Feuer schafft es auch, die kann auch heilen. Also damit schafft ihr es auch auf jeden Fall. Ja, kommen wir zu unseren Runen sozusagen, hier erstmal von unserer Megan, die ist gleich ganz vorne. Seht ihr hier, die ist auch noch nicht auf 12 oder sowas, okay. Seht ihr hier, Rest 15%. Hier eine Speed-Rune, auch keine 6-Sterne-Rune, also sie ist auf jeden Fall noch nicht auf dem Level, was ich eigentlich vorhabe, also ich möchte auf jeden Fall da auch irgendwann eine 6-Sterne-Speed-Rune drin haben, mit ein bisschen besseren Sub, also würde mir ja wünschen, ein bisschen mehr HP-Prozent halt drin zu haben, so, und auch ein bisschen eine ACC. Hier ist eine mittelmäßige, hat halt, ja, gut, Speed plus 8, aber der Rest ist an sich, ja, eher weniger gut. Dann hier eine HP-Prozent, gut, das ist eine 6-Sterne-Rune, aber mit meiner Meinung nach wirklich schlechten Sub, falls ihr das so seht. Dann hier weiter haben wir hier natürlich eine HP-Plus noch, ja, auch meiner Meinung nach mittelmäßig, hatte HP-Plus 12%, das ist das einzigste Gute eigentlich an dieser Rune. Und hier eine ACC habe ich hier drin, ja, auch wieder mit Speed plus 9, okay, alles cool, ja, das macht den Speed, also das macht Megan natürlich ein bisschen schneller, aber es ist jetzt hier nicht, dass da noch irgendwie ein HP-Prozent irgendwie drin ist. Ja, also dafür sind natürlich dann wieder eure, ja, Verzauberungen jetzt richtig gut. Eure Wandlungen, ja. Falls ihr irgendwas habt von Tempo, können wir das dann natürlich auch ändern. Ich hoffe, ich krieg sowas auch, weil das kommt dann definitiv auf Megan drauf. So, wen haben wir noch? Wir haben natürlich unseren Sigmarus, der natürlich auch, wie gesagt, in der Fusion erformbar ist. Haben wir die Runen hier drauf. Da gehen wir mal jetzt hier einfach nur im Schnelldurchlauf irgendwie jetzt durch, damit wir das Video nicht noch länger ziehen. Okay, hier ist die Kritschaden 6-Sterne-Rune auf 80%. Aber das ist auch an sich eine mittelmäßige Rune, weil ihr seht schon, HP plus 8% und der Rest für eine 6-Sterne-Rune ziemlich mau, ja. Ja, hier dann die Rune ist auch mittelmäßig gut, hat ATK plus 10% noch. Und hier ist eine 4-Sterne-Rune drin. Ich habe noch immer keine, also es ist bestimmt 2 Monate oder 3 Monate, dass ich eine Rune auf Slot 6, eine Klinge-Rune suche. Auf Slot 6 hier für unseren Sigmarus oder von mir ist auch eine Zornrune, aber ich habe noch keine gefunden. Also es ist auch eine 4-Sterne-Rune. Es ist auch die einzige 4-Sterne-Rune, die ich hier bei meinen 6-Sterne-Monstern drin habe. Ja. Und ja. So, gehen wir weiter. Wen haben wir jetzt hier noch, wen wir da drin haben? Bababam, bababam. Haben wir nicht drin, haben wir nicht drin, haben wir nicht drin. Hier unseren Tasher, ja. Also mein neues 6-Sterne-Monster sozusagen. Eins der 2905, die ich halt gezogen habe. Die Rune hatte ich noch aufgewertet. Hatte ich auch mit, glaube ich, mit euch drauf gemacht. Ich glaube, ich weiß es gerade gar nicht. Aber die habe ich drauf gemacht. Die war schon auf Max sozusagen 15 Aufwertung. Ist halt eine mittelmäßige Rune auch. Die ist ganz cool hier mit Rest plus 26%. Das hatte ich auch gesagt, ist sehr lustig, dass ich da keine Crit-Rate und keinen Crit-Schaden bekomme, sondern Rest. Aber es ist nicht schlecht. Rest kann man auch immer gut gebrauchen. Deswegen bin ich ja nicht traurig. Es sind eh komplett die falschen. Ich brauche hier Zorn und Klinge und kein Fatal und Klinge. Ja? Dadurch komme ich definitiv auch nicht auf den Crit-Schaden, den ich hier zum Beispiel auch bei Sigmarus habe. Funktioniert gar nicht. So.
ja, das sind so, sag ich mal, auch im Schnelldurchlauf die Runen. Die habe ich auch noch nicht auf 12. Die werde ich auf jeden Fall noch auf 12 nehmen und hoffe, dass ich hier Crit-Rate noch bekomme. Das werde ich auf jeden Fall demnächst auch machen. Dann haben wir auch unseren Inu. Ja, also, warte mal. Bevor ich hier weitermache, zeige ich euch natürlich auch noch die insgesamten Infos, ja, kurz, wie es aussieht. Könnt ihr auf Stopp machen oder sowas, ja, falls ihr das jetzt komplett sehen wollt, im Video. Dann hier Tesha, genau. So, Inu Licht hat gut plus 16.094, könnte auch mehr sein, mehr HP definitiv. Da habe ich hier eine Speed drinne, eine HP Prozent drinne, auch keine 6-Sterne-Rune. Und hier nochmal eine 6-Sterne-Rune, HP-Prozent. Ich habe hier kein ACC drin, Leute. Er hat deswegen ein ACC nur von 62%, aber das reicht mir vollkommen aus. Vollkommen. Hatte ich auch in meinem Licht-Inu-Video gesagt gehabt, wie und warum ich ihn so geruht habe und dass mir die 62% ACC definitiv reichen. So, gehen wir weiter. Hier die insgesamten Infos hier von unserem Veramos, ja. Hat hier plus 17.342 HP, ja, hat auch Def ein bisschen noch mit dazu, ACC 74%, das ist mir noch ein bisschen zu wenig, da würde ich gerne so, ja, 90% wäre schon mal nicht schlecht, aber ist noch nicht drin. Vielleicht hier, weil hier ist zum Beispiel kein ACC drin, wenn ich die vielleicht irgendwann mal ändere. Ich bin auch der Meinung, ich habe eine Gewalt auf 2 HP Prozent, aber wie gesagt, es ist auch immer eine Sache vom Mana, die ich ausgebe. Ja, ob ich die jetzt unbedingt für Meveromos ausgebe oder für andere Monster. Hier die, auch keine Ultra-Klasse-Rune, weil ihr seht schon, er ist eine 6-Sterne-Rune, habe ich fast auf Max, will ich auf jeden Fall auch noch machen auf Max. Und ihr seht aber, ja, Def Plus, Crit-Rate nur 6%, ATK 5%, ACC 7%, es ist alles nicht so die Spitzklasse an Sub, ne? Hier seht ihr, ja, gut. Hier haben wir zum Beispiel auch bei der Def 3, falls ich die vergessen habe, 11% ACC. Gut, brauchen wir auch nicht unbedingt. Und Crit-Schaden 8%, das ist natürlich dann auch wieder besser. So, hier haben wir Def plus 12%. Ja, gut, ATK 6%, Def plus 20%, da würde ich gerne Crit-Schaden haben. Und hier haben wir natürlich noch Crit-Schaden. HP oder irgendwas haben, oder? AB, nee, Quatsch. Was quatsch ich? Nee. Na doch, also sich schon sowas wie ATK oder so wäre, Quatsch. Mann, wie ACC. Ich bin hier vollkommen geflasht, ey. ACC wäre nicht schlecht. Gott, Damage. Uah. So, den Monster verschleiern. Ja, gut, okay, alles klar. Das war mal wieder Kopffasching von mir, von Caro, ja. So, auf jeden Fall hier noch haben wir noch eine Rune, sozusagen auch eine Fokusrune, eine 5-Sterne-Rune mit ACC 11%, was sehr gut ist. ATK, gut, ist eher hinfällig, bräuchte ich eher, ja, keine Ahnung, Rest zum Beispiel oder so, wäre nicht schlecht. Oder eine Speed wäre nicht schlecht. Dann hier Def plus 15 und Def plus 5%. So, das sind die Runen hier. Ich habe hier keine Speed-Rune auf Slot 2, wie manch andere. Nein, da habe ich HP-Prozent. Ja, also es gibt auch welche, die haben dann eine Speedrune, weil Veramos halt relativ langsam ist. Ja. Gut, hat hier jetzt 111, also es ist sehr langsam. So, dann gehen wir zu unserem Bernard, der auch noch keine spitze Rune drin hat. Ihr seht das schon unten an dem Speedwert. Ist natürlich, er muss über 200 kommen, definitiv. Haben wir hier diese Rune, ja, die werde ich natürlich auf jeden Fall hier mit Rest plus 17%, das finde ich sehr gut, auf jeden Fall auf 15 machen, dann sieht das Ganze alles schon mal wieder ganz anders aus, ja, dann ist wieder ein bisschen mehr Speed. Hier natürlich hoffe ich, dass hier noch irgendwie Speed kommt, ja, wenn ich hier auf 12 habe. Dann hier habe ich auch nur eine 4-Sterne HP-Prozent drin, wo natürlich definitiv eine andere rein muss und auch wo Sub Speed drin ist sozusagen, also in den Sub Speed. Weil ihr seht, ich habe hier fast nirgendwo Speed, ja, das ist natürlich kacke. Dann hier ACC plus 16%, richtig geil, also da habe ich mich doch wirklich gefreut bei der Rune, hoffe ich natürlich auch, dass da irgendwie Speed kommt noch. Hier haben wir nochmal Speed plus 5, was auch nicht gerade die Masse ist, und ACC plus 3% ist auch nicht gerade die Masse, Def plus 10% ist relativ gut, ja, und ja, habe ich auch noch nicht auf Max. Also so, das waren an sich jetzt so die Runen hier von meinen Monstern, die ich hier auch benutze, die man benutzen kann. Man kann auch ein Team zum Beispiel mit Assassins machen, habe ich am Anfang auch gemacht, wo ich hier zum Beispiel Bernhard nicht auf 6 Sterne hatte, habe ich hier mit Assassins UG10 gemacht. Funktioniert auch recht gut. Man kann auch mit Delphoi hier das UG10-Team meistern. Also es gibt verschiedene Varianten. Man kann selbst mit einem Lucian, ja,
wenn man noch richtig heftig auf Damage geht zum Beispiel, ja, kann man auch das UG10-Team meistern. Hängt halt immer von ab, was haben die für Runen. Ja, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt wieder ein 20-minütiges Video, weil ich habe gesagt, ich möchte nicht einfach nur so einen Durchlauf machen, ja, von meinem UG10-Team. Ich habe gesagt, ja, ich erkläre noch ein bisschen was, ich erzähle noch ein bisschen was über die Fusion und alles. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen was anderes wie bei anderen UG10-Leuten, also die halt ein UG10-Team-Video reingemacht haben. Sieht das Team zwar fast ähnlich aus, aber ich habe halt ein bisschen was dazu erzählt. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch am, wie gesagt, am Sonntag bei Twitch dabei. Da werde ich natürlich auch UG10 machen. Und Raid-Kämpfe machen und so weiter, Openings machen und allen möglichen Quatsch, so, was man halt machen kann. Also bis dann und viel Spaß und tschüss.